Servus. Okay. Wir sind wieder da. Sind jetzt wieder im Ortelsbruch. Teil 2 heute quasi. Das letzte Mal haben wir nicht alles gesehen an der Oberfläche. Deswegen sind wir heute nochmal auf dem Sprung hier. Ja. Von früh bis Nachmittag. Das Wetter ist nicht wesentlich besser, nur kälter. Aber wir haben einen wunderschönen Sonntag. Das stimmt. Was war? Was? Ein wunderschöner Sonntag. Das stimmt, aber leider gibt es keine Klöße. Ah. Klöße verpasst. Ja. Scheiße. Naja. Ja. Ich sag, wollen wir los, hä? Es wird nicht gerade wärmer. Nee. Los. Ja. Hör auf. Bei diesen nassen Arsch hier. Ich komm mal los. Also, das ist sicherlich. Snap. Nico zu Hause. Eine Hütte. Reiß die Lasche ab zum Kochen. Die Aufreißlasche. Reiß sie ab. Spiegel. Nimm. Büchsen öffnen. Kommt das rein. Also so ein Altmutsch noch. Mit einem Rupfen und hab den Daumen zwischen die Büchse geöffnet. Weil so bei der Bewegung, zatsch, hast du mir einen schönen Büchsgarten aufgerufen. Ich hab erstmal gedacht, das muss ja alles gut schlafen. Mach ich kurz ein bisschen fruchtig da eben. Aufs Essen hat es geschmeckt. Das ist Staubsauger. Den brauchen wir verschicken, das brauchen wir mitlegen. Nee, das ist leer, das hab ich zu Hause mal leer gemacht. Das ist aus dem Feuer. Okay, dann geht er auch. Du bist 2 Euro, weißt du das? Na dann damit! Da bin ich, dann bin ich rappen. Wohin? Es ist ein Meter mal 2 Meter Schacht. Also mehr nicht, es gibt nicht irgendwelche Gänge oder so. Nö. Wie auf so einem Raumschiff, ein Alien oder so. Nö, ein Rohr von da, 2 Rohre von da. Lüftungsschacht. Sicherungen sind hier unten. Okay. Das ist eine Höchstkeramik. Und Bibole, Bebop Bob. Und sagen sie aus wie ein Mixerie. Naja, gut, das ist. Da kommen sie wieder raus, junger Herr. Da hinten ist auch ein Loch, gell? Oh! Gehst du hier nochmal rein, Ricardo? Da unten ist der Wasser. Hoppa. Karte, der Mutsch. Sieht ja aus, als ob du hier in die Badewanne einsteigen willst. Ja, warum nicht? Ne? Links, der hat eine One-Night-Stand. Ein schnelles. Wenn sie hier im Park kommen, sind sie fett wie die Scheiße hier. Wo ist er unten? Warte, ich muss mal eine Lampe rausholen. Wird das echt hoch? Die Bärmarsch unten, oder was? Hallo. Und? Das ist eigentlich größer, das Wasser da. Was? Es geht so 3 Meter nach da. Ich bin hier vorne, kannst du stehen? 3 Meter nach da? Ja, ich kann nicht stehen. Aber es ist alles voller Wasser. So Knöchel hoch. Und 5-6 Meter nach hinten. Okay. Mit 2 reichen Säulen. Also, sieht wieder aus wie Moria 2. Ja, ihr habt die Stimme ein bisschen rein. Ansonsten nur Müll. Den großen waren wir auch nicht, oder? Nee, das war ja zugemauert. Was ist das? Ja, da steht ein Schild, ja, das ist. Wenn dann nachher wieder zurücklaufen. Was willst du ausmachen hier? Na da.
Es gibt aber wirklich viel hier. Ich meine, es ist sich in der Regel sind sich hier fast alle ähnlich. Ne? Halt Wohnhäuser. Ich glaube, irgendwie 12 bis 15 hätte ich jetzt gesagt. Nein. Weil das hätte ein solcher DDR-Trockenbau, ne? Aber es sind ja. Kordplatten, ne? Nee, USB-Platten. Aber das ist doch. Julio! Wo ist das noch so groß? Das ist immer nicht. Das ist das eingeschnutzt, also was noch ein Treppenboden. Glaube ich, wegen dem Schild. Das da? Mhm. Ja. Geht sogar eine Feuerleiter aufs Dach hoch. Ja. Das war ein schönes Gefühl. Ein Schornstein oder irgendwo? Ja, da sind wir doch jetzt wieder hier, wo wir das letzte Mal aufgehört haben mit Besichtigung. Also hier gehen wir nicht nochmal rein, ne? Das hat man ja alles so weit angeguckt. Da würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Aber wie haben sie die Turmschuhe da hochgebracht? Also die Fahrer ja, geworfen. Ja, da ist sie noch hochgehangelt. Hat sie hingelegt. Hat sie mal hingelegt. Da haben wir es unten nicht näher gemacht. Er bindet die Schlüssel zusammen und pfeffert die hier als... Na, irgendeiner von den Freunden war besoffen. Wir ziehen dir die Schuhe aus, dann hast du Pech. Ja, da waren sie ja nackt schon. Und was dann der Petersilie nächste Jahr? So nackig. Das ist ja steil befruchten kann. Nackig ist nicht nackig. Ich würde sagen, das nächste Mal machen wir mal FKK-Survival. Wir haben so noch nie survivalt. Das kann man doch wirklich survivalt nicht. Ich schweige denn da gleich FKK. Naked Survival. Nee, dafür bin ich zu Brüder. Oh. Du darfst nur einen Gegenstand mitnehmen von der Hose. Was ist eine Schlüpper. Ricardo, die Kamera wird dich lieben. So, in das Haus gehen wir nicht rein, weil draußen ein Schild dran schon einsturzgefährdet, Lebensgefahr. Das werden wir dann wohl mal unterlassen. Aber einen kleinen Blick können wir riskieren. Das ist meine Esse. Wow, das nenne ich immer aufgeräumt. Hier haben sie den ganzen Müll hingehauen. Hier kann man richtig geil Hallenfußball spielen. Ich sag, die machen hier eine Party oder so. Das kann sein, ja. Das ja. Ist so scheiße, aber wenn du hier was hast. Party, Party. Na, warum nicht, ne? Der ortsansässigen Jugendlichen. Guck mal, ist denn der geil hier? Der Hirnschein noch so steht, ne? Dafür war ich aber nicht gut. Aussichtspunkt oben. Muss ich gerade an Assassin's Creed denken, wenn du mal von den Türmen runterspringen musstest. Dieser Adlersprung oder was das war. Ja, hier war das Loch.
Ricardo, dein Einsatz als vietnamesische Kanalratte? Vietnamesische Kanalratte. Hier hat es gebrannt. Deswegen ist das Dach auch schon so. Naja. Ich ärgere mich, weil mich wundert hier. Der Rest ist relativ gut in Schuss. Ne? Oh. Krass. Das war ein Knäckerchen. Krass. Die Mauer da oben, komm, die ist. Ja. So, jetzt bin ich gerade komplett alleine. Scheint ein alter Fertigungsbereich zu sein. Mit Drehbühne und alles voll mit Bienen. Ach, jetzt kommen die anderen Herren wieder. Sollen wir mal hochgucken? Da wunderst du dich, dass deine Taschenlampen nicht mehr funktionieren, richtig? Hallo? Ja, Pfeift hat Luft im Kopf. Laufen. Das ist schon Wahnsinn, ne? Ein riesen Areal. So, weiter geht's. Das sollte jetzt die letzte Etage sein, denke ich. Wahnsinn. Das ist ein Dachboden. Ja, das ist viel. Hör dich auch nochmal.